Ja, der Onkel meines Papas hat schon in Linz gearbeitet, in der Stahlindustrie. Und die haben natürlich neue, junge Arbeitskräfte gesucht. Und deswegen ist mein Papa auch nach Österreich gekommen. Deutsch war ein sehr großes Problem, das Deutsch lernen. Weil, wie du sagst, diese Arbeitsabläufe, die hat man ihnen beigebracht, das ist gut gegangen, aber dieses Alltagsdeutsch, wie du es auch genannt hast, das war jetzt nicht. Eben, das ist ja genau das Problem und da fällt die deutsche Sprache. Also wenn man das nicht lernt und redet, dann tut man sich überall schwer und sie haben sich überall schwer tun. Und wenn du irgendwo was brauchst in einer Behörde und so weiter, dann musst du jemanden finden, dass der das übersetzt. Und meine Kinder, die wachsen ganz anders auf. Also ich spreche mit ihnen mehr auf Deutsch, die Frau auf Türkisch mit zwei Sprachen, weil die Muttersprache sollte man nicht vergessen, es ist wichtig. Ja, aber was ich meistens mit meinen Kindern gemacht habe, ist Lesen. Der Fachkräftemangel, ich glaube, da muss man wieder sehen, wie wichtig es ist, dass wir Zuwanderer haben. Weil Zuwanderung ja eine Chance ist. Zuwanderung ist ja immer Chance für denjenigen, der in das Land kommt, aber natürlich auch für die Gesellschaft und für das Land, wo er reinkommt oder wo sie reinkommt. Und das ist was, was wieder bewusst vor Augen geführt werden muss, wo wir damals in den 70ern, da waren wir doch froh, dass wir die Leute gehabt haben. Da haben die Gastarbeiter, die Zugewanderten, haben für den Wohlstand, den wir heute in Österreich haben, auch mitgearbeitet. Das heißt auf Türkisch gut. Wenn man etwas als Gutes zeigen will, dann kombiniert man die fünf Finger. Und so soll unsere Gesellschaft ausschauen. Dann können wir uns gut verstehen. Ich sage immer, wir atmen die gleiche Luft, betreten die gleiche Erde. Wo ist der Unterschied? Ich glaube, was dann auch noch ganz, ganz wichtig ist und was essentiell ist, ist der Zugang ins Bildungssystem und zum Arbeitsmarkt. Wo ich es sehr schwierig oder sehr schwer finde oder sehe, ist Frauen aus zugewanderten Familien. Weil Frauen ganz oft bei den Kindern zu Hause sind, in diesen familiären Strukturen verhaftet sind, wenig Austausch haben mit anderen Frauen, wenn es jetzt nicht gerade die eigene Community ist, und einfach zu Hause in einer gewissen Isolation und Sprachlosigkeit verharren. Wie schaut denn für die so eine gelungene Integration aus? Was ist denn das für die, wo sagt, da fühle ich mich integriert? Oder so kann man jemanden, der aus einem anderen Land kommt, nach Österreich, wie kann man denen am besten integrieren ins Land? Was braucht es denn da dazu? Die Sprache, natürlich. Also Deutschkurse in Kulturen, in Betrieben, in Schulklassen. Sicher gibt es ab und zu mal Schwierigkeiten. Sie mögen mich nicht, sie reden mich um wegen meiner Haut oder wegen der Sprache. Ja, wir erleben das auch. Oder wenn man in der Behörden hat, du bist ja Türk, Ausländer und so weiter. Aber das Gleiche passiert nicht allein in Österreich, in der Türkei. Das hängt mir auch als Tourist, also ich fühle mich auch nicht als in der Heimat. Ja. Die FSG Tirol Vielfalt haben wir 2020 gegründet, im Facebook teilen wir alles mit. Und wir teilen schon mittlerweile auf fünf Sprachen, Deutsch, Türkisch, Bulgarisch, Arabisch und auf Serbisch, dass jeder mitversteht über ihre Rechte, über Sozialleistungen. Wir haben ja mit der FSG Tirol auch vier Veranstaltungen gemacht in Tirol. Wenn man das so erzählt, die erste Veranstaltung waren 100 Leute und die vierte waren über 600. Also da sieht man schon, dass wir etwas Gutes gemacht haben. Am Ende des Tages bedeutet Integration eigentlich nichts anderes, als dass man offen und wertschätzend im Umgang mit den anderen in Dialog tritt, sich für den anderen interessiert und dem anderen dabei hilft, seine Herkunft nicht zu verleugnen, sondern sich einfach im gleichen Land einzufinden, wohlzufühlen und daheim zu fühlen. Dass man es schafft, dass der Zugewanderte durch soziale Integration einfach auch emotionale Bindung an das Land kriegt. Und das ist das, worum es geht, was wir alle miteinander erreichen können, wenn wir es denn wollen.